Rollzüge scharf. Dann kann ich mit dem Video losgehen. Also, heute wollte ich meinen Teelichthalter drechseln. Aber einen ganz besonderen Teelichthalter, wo das Holz von innen beleuchtet wird. Das Ganze soll dann mal ungefähr so aussehen. Das ist dann quasi eigentlich wie ein kleines Fass mit da außen Löchern drin. Und beim normalen Teelichthalter, wo das Kerzel einfach oben drauf ist, wenn man den im Dunkeln anzündet, dann sieht man vom eigentlichen Teelichthalter nicht mehr so viel, weil der nicht beleuchtet wird. Und der beleuchtet sich von innen selber. Und deswegen sieht er besonders im Dunkeln ziemlich schön aus. Holz habe ich schon eingespannt, dann dürfte ich jetzt erstmal schrubben. Einfach mit der ganz normalen Schrubbröhre. Jetzt ist er geschrubbt. Jetzt soll ich einfach zuerst mal abstellen, hier hinten einen Plan abstellen und dann einen Rezess drechseln, wo man es dann ins Backenfutter einspannen kann. Jetzt tue ich einfach mit der 16er Schalenröhre das ganze Plan drechseln, damit der Bohrer sich hier mit der Spitze zentrieren kann und dann nicht da irgendwo unwuchtig rumeiert. So, jetzt tue ich da einfach, weil ich das nicht alles mit der Röhre aushöhlen will, tue ich zuerst mal mit einem 60er Forstnerbohrer. Einfach mal ein Loch so tief bohren. Und beim Bohren mit Forschungsbohren, gerade wenn es so große sind, ist ganz wichtig, dass man langsam laufen lässt. Weil wenn man jetzt mit so 1000 Umdrehungen, also jetzt mal am Anfang, nicht so schön schneiden, da gibt es eher so was Mehliges. Und der Bohrer wird auch heiß und das Holz wird auch heiß. Und wenn das Holz dann heiß wird, dann geht die Feuchtigkeit nach außen und dann wird hier das Holz feucht und quillt dann auch so ein wenig auf. Und das will man möglichst vermeiden und deswegen empfiehlt es sich immer, gerade bei so großen Forstnerbohrern ganz langsam laufen zu lassen. Ich nehme da jetzt Umdrehungen ungefähr. Und jetzt kann ich dann nicht auf den schönen Bohrer. Und es gibt wunderbare Späne. So, das große Loch ist jetzt gebohrt. Und jetzt muss ich aber da unten für die Teelichthülle, in die ans Teelicht reinkommt, noch ein Loch bohren. Dazu habe ich so einen 41er Bohrer. Jetzt will ich natürlich meine drei Löcher im gleichen Abstand haben. Deswegen nehme ich hier meine 36-Schritt-Teilung zur Hilfe und tue da dann alle 12 einen Strich machen. Hier bei 36, also bei 0, habe ich schon eingemacht. Dann gehen wir auf 12. Machen da dann wieder einen Strich. Dann gehen wir auf 24. Datenstrich. Und jetzt habe ich hier mal drei Striche.
Und da tue ich jetzt einfach die Röhre so wenig schräg nach unten. Und dann so meinen Schnitt ausführen. Und so bekomme ich hier jetzt eine wunderbare Oberfläche hin, komme auch da gut in die Ecke rein, weil da innen kann man dann nachher nicht mehr so arg gut schleifen, weil es halt viel Luft da dann immer hat bei den Löchern, wo man nicht so gut reinkommt. Jetzt ist innen fertig, dann muss ich bloß noch schleifen. Jetzt mache ich hier natürlich noch eine schöne Außenform an. Also natürlich dann die Rundung ungefähr von innen auch nach außen übertragen, damit hier bei den Löchern eine gleichmäßige Wandstärke ist. Weil das sieht man einfach sonst, wenn das nicht gleichmäßig ist, dann sieht es irgendwie blöd aus. Derselbe ich jetzt fertig, da ist die Wandstärke schön gleichmäßig. Mal noch da drüben. Außenschleifen. Durch die Löcher einfach nur ein wenig von Hand schleifen. Ein wenig der Phase nach, dass es hier nicht mehr so scharfkantig ist. Geschliffen ist jetzt. Jetzt muss ich aber noch für die Teelichttülle hier. Die hat ja da so ein Rändle. Das muss ich dann noch auf Vertiefung drechseln, dass ich das da so einlassen kann, dass es nicht da drin raussteht. Jetzt will ich es noch abstellen. So sieht er jetzt fertig aus. Der Vorteil von solchen Teelichthaltern ist auch, dass man einfach dann das mal gemütlich
beisammen sitzt, kann man da einfach ein paar Drechselspäne reintun und dann einfach ein wenig entfachen. Und wird auch wunderbar belüftet. Ist dann eine wunderbare kleine Feuerstelle. Man könnte jetzt zum Beispiel auch eine Wurstle oder Marshmallows drüber braten.